Und herzlich willkommen zurück zu Portal Episode 12 und Folge Nummer. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das die 4 sein. Hier gibt es einen Fahrstuhl. Da unten ist eine Lichtschranke. Die werde ich wahrscheinlich so zwar erreichen, aber danach bin ich tot. Und man sieht schon, ich will es gerade nochmal zeigen. Unten rechts steht's. Zum Glück wurde der extrem lange Fall bei einem durch einen harten Betonboden gebremst. Ne? Sonst würde der Roboter nicht ewig fallen und das wäre ja blöd, ewig hier runterzufallen. Diese Blöcke hier bestehen aus Eis oder Glas. Ich glaube Glas. Und die können genauso wie eben die orangenen Blöcke zerstört werden durch Feuer oder durch Explosionen, durch Schüsse. Können allerdings im Gegensatz zu den orangenen Blöcken nicht verschoben werden. Hui! Das war blöd. Regel Nummer 1, niemals auf Zeitpads stellen, außer man reist in die Vergangenheit zurück. Sonst passiert es ganz schnell, dass ein zukünftiges Ich hierher zurückkommt zu genau der Sekunde und dann mich tötet und dann alles hier nicht passiert und ich am Paradoxon und kein Level nicht lösen. Das will ich nicht. So, ich warte jetzt auf Sekunde 35, dann schiebe ich los, zerstöre den unteren Block und bei Sekunde 40 werfe ich, 45 werfe ich das Teil runter. So, jetzt warte ich noch kurz, damit mein zukünftiges Ich, das den Block fängt und in Sicherheit bringt, sich gepflegt verkrümeln kann. Und bei einer Minute komme ich dann wieder zurück. So, der erste Schuss war bei 30 Sekunden. Das heißt, ich reise jetzt zurück, ein bisschen früher, so zu 13 Sekunden. Ja, 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 genau. Deswegen fliegt man da immer schön drüber. Damit genau hier an dieser Stelle keine Kollisionen passieren. So, jetzt schiebt mal los da oben. 35 Sekunden waren es. Der Schuss war, glaube ich, oben. Ja, war gut. Und dann kommt jetzt bei Sekunde 45. Hui, hui, hui. Das habe ich, glaube ich, schon versaut. Ich glaube, das habe ich jetzt versaut. Ich müsste hier runter. Das mit runterbringen, hier oben ablegen und wie eben bei dem orangenen Block einfach so runterfallen lassen. Aber das habe ich jetzt versaut, weil ich den Block habe fallen lassen und nicht mehr aufsammeln kann. Deswegen möchte ich das Ganze aber nochmal hier runterwerfen. Überfliegen, gepflegt. Und bei Sekunde 25 geht's los. 3, 4, 25. Und bei 35 werfe ich runter. So, 35 werfe ich runter, dann lasse ich mir 15 Sekunden Zeit wegzukommen. Ich mache das immer so ein bisschen großzügiger, damit es auch relativ sicher funktioniert. Und dann reise ich zurück zu Sekunde 10. Da bin ich nach unten, sehr gut. So, der Schuss war gerade unten, aber ich bin einfach mal mutig und bleib hier stehen, in der Hoffnung, dass ich drüber fliegen kann. Ja, das war knapp, aber hat geklappt. 3, 4, 5. So, und jetzt fallen lassen und am Ende bremsen. Wenn man sich einfach nur so fallen lässt und das Teil auf einem landet, ist das natürlich genauso tödlich, weil es dann statt auf dem Block auf dem Roboter explodiert und dann ist eben der Roboter tot. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie man den da drüben rettet. Deswegen... Ah, ich nehme an, hier muss man drauf. Aber egal. Ich wollte das durchspielen und nicht den Wimps retten. Und das ist der erste Level, an dem ich so richtig zu knabbern hatte. Ich zeige mal kurz. Also hier, da oben ist ein Block. An den kommt man allerdings nicht dran. Man kann ihn zwar rüberschieben, aber das bringt nichts. Man müsste von hier links irgendwie rankommen.
Naja, von hier hochfliegen klappt nicht. Von da irgendwie rüber und dann hoch klappt auch nicht. Es gibt allerdings den orangen Block hier, der da aber nicht reinpasst. Da oben gibt es einen sicheren Tod. Und hier gibt es einen Schalter, der den Ausgang öffnet. Und oben die Tür zu diesem Lift öffnet. Allerdings ist der Lift natürlich nicht angeschaltet, bringt von daher auch nichts. Wenn ihr keine Ahnung habt, was die Lösung ist und draufkommen wollt, dann pausiert doch an dieser Stelle das Video und überlegt mal kurz, wie das gehen könnte. So, und ich zeige jetzt die Lösung. Man kann nämlich diesen rollenden Block tatsächlich als Waffe benutzen, um das Glas zu sprengen. Das Glas ist nämlich weniger stabil als die orangenen Blöcke. Und den kann man dann nutzen, um hier reinzukommen in diese Struktur. So, was passiert jetzt? Dieser Schalter da unten, der schaltet den Lift dort oben an. Allerdings lässt er auch diese rechte Kanone hier unten einen Schuss abfeuern. Er lässt beide Kanonen einen Schuss abfeuern. Ich möchte einen Schuss abfeuern, um diesen Block hier rauszukriegen. Ach ne, er schaltet den Lift an. Ich möchte den Block da oben rauskriegen, um... weiß ich gerade nicht mehr. Will ich den überhaupt rauskriegen? Ich glaube, der liegt nur im Weg rum. Egal, ich mach's einfach mal. Die Lösung ist, einmal einen Schuss abfeuern, aber dann eben nicht sofort das orangene Teil drauf tun. Man kann es zwar direkt draufschmeißen, aber dann ist es hier relativ stressig, den Block hier aus dem Weg zu räumen. Stimmt, der Block ist hier nur wirklich nur Blockade, dass man hier nicht so schnell wegkommt. Deswegen räume ich den jetzt auch nicht aus dem Weg. Ist der auf dem hinteren Glas drauf, damit er auch für alle Fälle sicher steht? Ja. So. Und jetzt werfe ich diesen Block auf den Schalter und fliehe vor den Schüssen. Sehr schön. Der Lift läuft jetzt. Und damit kann ich mir jetzt den Metallblock von da oben holen und auf den Schalter stellen, der den Ausgang öffnet und der den Zugang zu dem oberen Lift in der Glaskonstruktion innen drin öffnet. Ja, den ich am Anfang gezeigt habe. Und hier muss man aufpassen, dass er nicht zu tief runterfällt, weil dann kann man den nämlich nicht mehr aufnehmen. Man kann ihn nämlich nicht auf den Schalter draufschieben, sondern... Also, man kann halt... Genau, also man kann ihn nicht draufschieben. Aber halt auch nicht wieder aufheben, wenn er mal auf dem Boden liegt. Also man muss auf jeden Fall diese Teile immer einigermaßen hoch genug platziert haben, um sie von unten wieder aufnehmen zu können, wenn man sie braucht. Jetzt komme ich an den Lift, aber was bringt mir das? Oh, er redet! Der Lift redet mal wieder. Was ist es jetzt? Mach schnell, oder ich finde einfach einen anderen Weg, weiterzugehen, ohne dich. Du hattest immer noch ohne zu denken. Wie damals, als du uns in dieser experimentellen Zeitkammer eingeschlossen hast. Hä, woher weißt du das? TP, bist du das? Ja, der TP hat sich versteckt im Liftsystem, wie man sieht. Und jetzt versucht er natürlich die Schuld auf den Roboter zu schieben. Dass der Mist gebaut hat. Und jetzt, hat sich der TP von Lift zu Lift transportiert auf der Suche nach dem Roboter. Allerdings hat die zentrale Lift-Intelligenz ihn detektiert und jagt ihn und er muss jetzt halt irgendwie hier rauskommen. Und das funktioniert, indem der Roboter die zentrale Lift-Intelligenz tötet. Genau. Und das ist dann wohl der nächste Stopp, die nächste Aufgabe. TP fängt jetzt an, den Lift zu bewegen, sprengt dabei die Glasblöcke aus dem Weg. Tut ihm wohl scheinbar ein bisschen weh. Ja, das tut ihm weh. Aber egal. Yay, gelöst. Tada!
Diesen Level hasse ich. Ziemlich sehr sogar. Diese Timepads da unten sind nämlich, wie man ein bisschen sieht, die rauchen so ein bisschen. Das liegt daran, dass die immer fix 10 Sekunden in die Vergangenheit springen. 10 Sekunden in die Vergangenheit, das Ganze dreimal. Ich brauche also 4 von mir. Ich muss die 4 Türen da oben öffnen, damit der Schuss diese Blöcke da oben anschießt. Diese Blöcke, naja, die sind im Prinzip wie die roten kleinen, wie das rote kleine Glas von vorhin, die explodieren. So ein Block explodiert, zerspringt so ein bisschen zu Feuer und zündet dann gleichzeitig die Blöcke um sich herum an. Also das ist effektiv eine lange Zündschnur, die letzten Endes dann das Glas vor dem Ausgang sprengt. Damit das klappt, muss ich alle 4 Lichtschranken gleichzeitig unterbrechen. Und das ist nicht sehr einfach. Ich versuch's mal. Ich muss kurz nachdenken. Ich glaube, ich fange hier an. Lass mich runterfallen. Genau, ich fange hier an, lass mich runterfallen, fliege nach rechts. Ich fange einfach an. Fliege nach rechts. Ja, und da habe ich schon verkackt. Das muss nämlich auf Anhieb funktionieren. Ja, das wird nichts mehr. Das muss auf Anhieb funktionieren. Ich muss sofort in den Timepads drin landen. Muss sie sofort aktivieren und muss nach dem Zurückreisen sofort hochfliegen. Also mein Plan ist jetzt hier runter. Dann die rechte Lichtschranke. Und ich bin zuerst rübergeflogen, weil ich hier noch die Verzögerung habe, oben rüberlaufen zu müssen. Jetzt bin ich hier schon ein bisschen später. Das Ganze mache ich jetzt einfach nochmal. Hier drüben. Und hab's schon verbaut. Da hab's schon verkackt. Also nochmal, ich fange hier an, reise rechts zurück, gehe in die rechte Lichtschranke, reise in der Mitte zurück. Dann gehe ich hoch zur rechten Lichtschranke auf der linken Seite, springe runter und fliege direkt hoch. Das sollte so passen. Und versaut. Level macht wirklich nicht Spaß. Ich fange an bei 15 Sekunden, weil ich mir immer nicht sicher bin, ob man mit den 10 Sekunden zurückspringen auch vor 5 Sekunden kommt. Und falls ja, was dann passiert. Oh, zu kurz runtergedrückt. Wenn man zu lang runterdrückt, dann bleibt man nach dem Vollenden der Zeitreisesequenz in der Maschine stehen und fliegt noch nicht zurück. Braucht zu viel Zeit, wenn man aber zu früh loslässt, dann findet die Zeitreise nicht statt, wenn man zu früh losgelassen hat. Und deswegen ist dieses Level mit den 10 Sekunden Reisezeit oder 10 Sekunden Sprung. Okay, 13 Sekunden wurde gerade eingeblendet. Dieses Level ist sehr anstrengend. Und schnell hoch. Okay, das könnte sogar klappen. Wenn die Schüsse oben entsprechend passen. Und das hat nicht gepasst. Also nochmal. Was muss ich denn hier tun? Ich überlege gerade mal. Plopp, plopp, plopp. Ich müsste eigentlich runterspringen, sobald... ganz kurz bevor der Schuss... Nee, ganz kurz nachdem der Schuss die Tür getroffen hat. Damit er nämlich nachher dann auch durchgeht. Ja, genau, nicht so. Also jetzt. Das hat sehr gut geklappt. Und das hat auch gut geklappt. Ich war jetzt sogar vor der ersten Zeitreise schon in der Zeitreisemaschine drin. Und jetzt den letzten. Jetzt sollte das hoffentlich passen. Und es passt. Sehr schön. Schnell aus dem Weg, damit kein Paradoxon entsteht und fertig. Yeah, sehr schön. Beim ersten Mal habe ich da auch eine ganze Weile länger gebraucht. Beim ersten Versuch. Dieser Level ist lustig, denn in diesem Level muss man zum ersten Mal... ich weiß nicht, ob es ohne geht, aber es ist auf jeden Fall deutlich einfacher, wenn man ein Paradoxon erstellt. Das heißt, ich werde jetzt in diesem Level etwas tun,
was auf den ersten Blick ein bisschen sinnlos aussieht, aber dann nachher dafür sorgt, dass in der zweiten Variante, sobald ich mit dem zukünftigen Ich was verändert habe, mein Vergangenheits-Ich etwas tut, was es beim ersten Durchspielen gar nicht getan hat, aber damit dem zukünftigen Ich erlaubt, das Level zu lösen. Und damit verabschiede ich mich in die nächste Folge, bis zur nächsten Folge, weil das wird eine Weile dauern, bis ich es hier durch habe, und damit wäre dann die Folgenzeit gesprengt. Genau. Bis zum nächsten Mal. Happy Paradoxon. ich brauche einen würdigen Abgang. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich werde mich einfach Chrono-Fraggen. So. Dam, da, dam. Genau, das war das Chrono-Fragging. Ich kam jetzt gerade bei 39 Sekunden an und stand dann im Teleporter, während meine erste Zeitreise zurück zu 40 Sekunden mich getroffen hat. Oh, und gleichzeitig sehe ich gerade, habe ich die temporale Aphasie zu hoch ausgereizt. Ich darf in dem Level nur einmal reisen, bin zweimal in der Zeit zurückgereist. Genau, ich habe nur eine Uhr. Na gut, bis zum nächsten Mal.